Meine Axt war bestimmt gerade kurz weg. Ich überlege gerade die ganze Zeit, was ich bauen soll. Oder wie ich es bauen soll. Oder überhaupt in welche Richtung ich bauen soll. Also das Schlafzimmer möchte ich ja eigentlich in die Richtung von diesem Fichtenwald da, nicht Fichten, Eiche. Nee, Birke. In Richtung dieses Birkendingens da. Habe ich vorhin nicht die ganze Zeit Eiche gesagt? Oh Gott, ist das peinlich. Tut mir leid, ich kann Bäume nicht auseinanderhalten. Sorry und du. Aber das hätte irgendwie Stil, wenn man einschlafen will oder halt gerade so ins Schlafzimmer geht und dann diesen weiten Ausblick hat. Wächst da oben. Vielleicht, wann können die denn auf Bäumen wachsen? Oh mein Gott, die 1,7 gefällt mir immer mehr. Aber so ein Ausblick dahin, das hätte doch richtig Stil. Wenn ich dann es schaffe, Shader reinzumachen, ohne dass die Performance leidet. Oh, das würde so schön aussehen. Obwohl ich mich gerade frage, aus welcher Richtung der Sonnenuntergang kommt, weil so Richtung Sonnenuntergang, das wäre natürlich auch ganz geil. Optimal wäre es natürlich, wenn die Sonne dann hinter diesem Dingensbummens da untergeht. Hinter dem Eichen, nee, Birken. Ja, Birken. Birke? Ja, Birke. Doch, Birke. Hinter diesem Birkenwald. Das hätte Stil. Weil das ist doch immer schön, wenn man so einen schönen, idyllischen Sonnenuntergang hat. Eine schöne Landschaft gucken kann. Auf jeden Fall soll das soll da, wo das Bettchen steht, es soll schön frei sein und groß und geräumig und rausgucken und oh. Ich glaube, wir werden noch eine Weile brauchen, bis wir in dieses Haus überhaupt einziehen können. Ich will da nicht hinlaufen, sonst verlaufe ich mich wieder. Das wird hübsch. Ja, das wird es. Wir könnten... Ja, wir pflanzen jetzt nach, Sonst hätte ich das ja später gemacht, aber dann vergesse ich das bestimmt wieder. Und das macht man nicht. Ne? Weil das ist ja auch eine nachhaltige Produktion und das ist auch wirklich wichtig, dass wir nachhaltig mit unseren Rohstoffen ausgehen, vor allem in dieser Gesellschaft. Jetzt mal ohne Witz, das ist wirklich wichtig. Ich rede hier jetzt mal ganz ernst hier. Wichtig ist das und wie wichtig das ist. Unsere Welt ist so kaputt, da sollten wir wirklich wertvoll und wertschätzend mit dem umgehen, was uns noch bleibt. Ja. Ich frage mich manchmal, wie die Leute vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren darüber gedacht haben. Also wie, was so deren Gedanken beim Fortschritt war. Okay, klar, in der Zeit der Romantik, da ist einem ja, also ne, Industrialisierung und so. Da weiß man ja mehr oder weniger, dass die Leute, beziehungsweise ein Teil jetzt der Leute, die romantisch veranlagt waren, jetzt nicht hier so, Candlelight-Dinner und so, sondern sehnsüchtig haben eher in die Vergangenheit geguckt als in die Zukunft. Dass die Leute da jetzt von der Industrialisierung jetzt nicht ganz so krass begeistert waren. Aber manchmal ist das schon so. Ich frag mich, was die Leute früher so gedacht haben. So nach dem Motto, früher war immer alles besser. Naja, sagen viele alte Leute oder auch viele junge Leute, keine Ahnung. Ich jedenfalls sage, dass die Musik früher besser war. Weil jetzt ist so, nee, und früher war so, ja. Und das da hinten sieht einfach aus, als wäre da unten irgendeine krasse Monster-Gang. Sieht gar nicht gut aus. Also, ich gucke jetzt nicht nach da hinten, sondern ich gucke da oben auf der Map, würde ich euch ja zeigen, aber das geht gerade irgendwie schlecht, ne? Aber ich frage mich, ob die Leute das ja früher auch so gedacht haben. So, früher war alles besser und so. Ich kann das leider nicht so beurteilen. Da hinten geht die Sonne unter. Jetzt weiß ich endlich, wo die Sonne untergeht. Ist das hier jetzt schöner anzugucken oder das? Ich fühle mich wie so ein Pferd im Galopp. Nein, das da hinten ist schöner anzusehen. Nein, das hier. Okay, ich laufe jetzt lieber mal woanders hin, bevor ich wieder sterbe. Ist nämlich voll uncool, habe ich gehört. Soll ungesund sein, also sterben. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal. Oh Gott, ich dachte schon, da drüben läuft jetzt irgendein Monster rum und wir kommen gar nicht zu unserem Bettchen. Das möchte ich ganz gerne haben, vielen Dank. Ist das jetzt komplett geschlossen? Ja, ist es. Dann können wir jetzt nicht schlafen gehen. Fang an zu ackern. Oh, Glück auf, habe ich auch schon.
Cooler Scheiß. Ja, ne? Doch, ja. Das da hinten gibt dunkles Holz, soweit ich mich entsinnen kann. Ja, doch, gibt es. Ja, machen wir das hier mal rein. Genauso wie das. Und dann gehen wir hier hinten mal eine Runde Schwarzeichen. Die heißen Schwarzeichen, oder? Doch, bestimmt. Ich war der Meinung, die heißen Schwarzeichen. Geben wir die mal fällen. Würde ich nämlich voll begrüßen, weil eigentlich sieht das Holz nämlich total geil aus. Das Problem ist einfach, dass ich dafür keine Texturen habe. Und deswegen sieht das dann im ersten Moment ein bisschen komisch aus, wenn wir das verbauen. Aber das sollte sich eigentlich wieder geben. Falls ich dann zur nächsten Aufnahme ein anderes Texturenpack haben sollte. Weil die ganzen Texturenpacks, die ich habe, sind nur für 1.6. Ach so, das Texturenpack, was ich gerade benutze, ist übrigens Ovos Rustic Pack. Gefällt mir. Kann ja kein meine Kraft mehr benutzen. Wir trauern alle sehr. Also ich jedenfalls, ich weiß ja nicht, wie es mit euch steht, aber ich habe es immer sehr gerne benutzt. Aber irgendwann kommt bestimmt mal wieder was raus. Mit ganz viel Optimismus. Obwohl, ich bin eher nicht so die Optimistin. Ich gehe immer alles sehr pessimistisch an. Jetzt zwar ohne Witz. Ich bin der Meinung, wenn man sich keine Erwartungshaltung macht, dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das gut für die Psyche ist oder gut für die Lebenserwartung. Nö. Und so. Aber vielleicht ist es auch gut, weil man nicht enttäuscht werden kann. Weil wenn ich mir so... Oh, keine Ahnung. Ich muss jetzt überlegen, was man sich als dummes Ziel setzen könnte. Nehmen wir mal an, man geht zur Schule und hat gerade eine Mathearbeit geschrieben und... Man denkt sich so, wow, die war total gut, ah, ich bekomme bestimmt eine 1. Oder halt für die Leute, die in der Oberstufe sind, ich bekomme bestimmt 15 Punkte. Ja, und dann bekommt man so 6 Punkte zurück und denkt sich so, what? Und ich dachte, ich hätte alles richtig oder alles verstanden. Dann ist das doch enttäuschend. Dann macht das doch traurig und motiviert einen nicht. Oder nicht, oder doch? Das ist das Crazy Horse. Es steht auf einem Baum und ich wünsche mir, dass es jetzt vorne so die rechte Pfote, das rechte Bein, was auch immer, ausstreckt, so nach vorne und dann so Crazy Horse. Das wäre so schön. Ich habe gerade geräuspert und ich dachte, ich teile euch das einfach mal mit, weil ihr das ja nie mitbekommt. Oh nein, sag nicht, ich habe die schon wieder aufgegessen. Wir haben ein kleines Essenproblem. Lauf. Lauf, bitte, bitte. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig grandiose Idee. Wir machen jetzt einfach einen Waypoint. Weil bevor ich jetzt hier weglaufe und nie wieder zurückfinde, machen wir das jetzt einfach. Das wäre nämlich sonst doof, weil irgendwie gefällt mir dieser Ort hier. Der ist so offen. Das ist gut, denn ich bin ein sehr offener Mensch. Neuer Wegpunkt. Crazy Hood. Oh. Farbe wählen. Oh, geil, ein Farbspektrum. Das hätte ich ganz gerne hier, weil ich mag Pink nicht. Wir können auch eine coole Farbe nehmen. Schwarz. Oder weiß. Oder grün. Aber grün finde ich doof. In dieser Dimension sichtbar. Wir können auch Lila nehmen. Warum beschäftige ich mich eigentlich gerade so krass, eine Farbe zu finden? Nehmen wir einfach die. Aktiv, fertig. Danke. Ah, jetzt steht das da. Da gab es noch eine Einstellung. Tut mir leid, dass ich hier gerade, so mache und so. Ja, das gefällt mir irgendwie mehr. Das finde ich dezent. Was für eine Einstellung war das? Wegpunkte. Nein, das war falsch. Das wollte ich gar nicht. Bake. Schild. Beides. Aus. Bake. Das möchte ich haben. Das sieht hübsch aus. Das hat Charme. Das ist einfach wunderbar. Ich finde es super, dass die Musik uns übrigens mal wieder bewährt.
Musik hat sich bewährt. Popmusik scheint sich wohl bewährt zu haben. Leider. Bin da nicht so der Fan von. Gefällt mir nicht. Lololo. Dachte, ich zerstöre mal wieder die Natur. Diesmal sammle ich mal mehr Pilze auf als das letzte Mal. Und lass die nicht einfach irgendwo hinplumpsen. Eigentlich könnte mir den Pilz daneben auch dann gleich einfach mal abholzen. Die Pilze konnte man doch auch einfach so groß machen, nicht wahr? So mit Knochenmehl. Habe ich gehört. Habe ich gelesen. Das ging früher mal. Ich weiß nicht, ob das immer noch geht. Jedes Mal, wenn ich es versucht habe, hat es irgendwie nicht ganz so funktioniert. Aber vielleicht ist das auch einfach so Dingensbummens abhängig. Biom, genau, so heißt das nämlich. Müssen wir mal gucken, ob das geht. Eigentlich stehe ich da ja voll drauf. Ich habe auch noch nie in meinem Leben ein Pilzbiom gefunden. Ich weiß nicht, wie es da mit euch steht, aber ich spiele Minecraft schon ein bisschen länger und ich habe noch nie so ein Pilzbiom gefunden. Und das ist schon gar nicht gut. Und Entschuldigung, dass ich gerade nicht geredet habe, aber ich habe gerade genießt, genossen. Heißt das genießt oder genossen? Ich kann mir das nicht merken. Das ist eigentlich wieder so traurig. Eigentlich bin ich immer der Meinung, ich wäre meiner Muttersprache fähig, mächtig, bemächtigt, mächtig. Aber irgendwie, nee, doch nicht. Aber ich kann klug daherreden. Zumindest klingt das dann so, als ob ich klug reden würde. Ob das dann auch wirklich klug ist, was ich sage, das ist dann was anderes. Ja, so. Ne? Haben wir mal geplündert hier. Und so. Oh, cool, wenn wir in den Himmel gucken, dann sehen wir das. Wie bei so einem Beacon. Nur hat der irgendwie so einen leicht lila-pinken Stich. Das ist richtig swaxy. Ich weiß gerade leider auch gar nicht mehr, wie diese Map heißt, die ich da benutze. Ich wollte die von Vans benutzen und jetzt habe ich irgendeine andere. Ich glaube, die heißt Vans, aber die kann nicht Vans heißen. Das wäre komisch, wenn die Vans heißen würde. Das wollte ich haben. Das und das. Und das. Das ist das erste Spiel, wo ich mich echt mit Suppe über die Runden bringen muss. Das ist krass. Weil vorher musste ich das nämlich noch nie machen. Da hatte ich dann entweder irgendwelche Tiere abgeschlachtet, aber nee. Hier möchte ich die Hühnchen jetzt auch nicht alle zerstören. Auch wenn das Gegacker meistens ziemlich nervt, aber nee. Oh, ich habe ja noch einen Apfel im Inventar. So, die gehen da jetzt hin. Das können auch noch mit hin. Oh, ein Setzling ist immer was ganz was Feines. Das brauchen wir und das brauchen wir. So, jetzt können wir weitermachen. Nee, Moment, erst muss ich was essen. Willst du auch mal was von der Suppe? Willst du einen Apfel? Ja, ganz feines Pferd. Willst du ein... Wow, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Ich wollte doch nur meinen Apfel essen. Hast du gerade meinen Apfel gegessen? Du hast gerade meinen Apfel gegessen. Spuck den sofort wieder aus. Ich könnte schwören, du hast meinen Apfel gegessen. Hat es gerade meinen Apfel gegessen? Es hat gerade meinen Apfel gegessen. Mami, das Pferd hat mir meinen Apfel geklaut. Verletzt ja schon irgendwie meine Gefühle. Und ich dachte, ich könnte diesem Pferd vertrauen. Vielleicht sind das aber auch in Wirklichkeit alles nur fiese Diebe, die mein Vertrauen missbrauchen. Mich ins Unglück stürzen. Nein, eigentlich nicht. No, actually not.